ein ganz wichtiges Feld für uns und auch für beide Bundesländer ist ja immer, wie sieht die aktuelle Lage rund um die betriebliche Ausbildung aus. Auch ein Bild, was zweigeteilt ist, die Wirtschaft sowohl im Land Brandenburg als auch im Land Berlin hat doch deutlich mehr betriebliche Ausbildungsstellen in den Agenturen für Arbeit gemeldet. Das freut uns sehr, weil wir ja auch immer intensiv dafür geworben haben, dass betriebliche Ausbildung auch in den Krisenzeiten der Pandemie nicht nachlassen darf, weil wir am langen Ende die demografische Entwicklung vor Augen haben und heute auch schon wissen, welche Branchen und wo also wirklich Arbeitskräfte fehlen. Also ist das wirklich ein Gebot der Stunde, an der betrieblichen Ausbildung festzuhalten. Wir erleben aber, dass es durchaus im Moment im zweiten Jahr der Pandemie für Schülerinnen und Schüler schwierig ist, Vertrauen in die weiteren betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten zu entwickeln. Und wir sehen das ganz deutlich im Land Brandenburg. Da haben wir weniger gemeldete Bewerber, als wir das im vergangenen Jahr hatten. Wir haben jetzt also knapp 250 Bewerberinnen und Bewerber weniger im Land Brandenburg, während wir in Berlin durchaus sehr erfolgreich in den Schulen, in der Jugendberufsagentur, mit den Schulen auch gemeinsam gearbeitet haben. Wir haben es hier tatsächlich geschafft, in allen drei Berliner Agenturen deutlich mehr Schülerinnen und Schüler für das Thema betriebliche Ausbildung zu begeistern. Das sind jetzt knapp 580 Bewerberinnen und Bewerber, die wir mehr haben. Wir haben aber insgesamt 1400 Stellen, betriebliche Stellen auch mehr gemeldet. Also insofern ist das hier auch nochmal ein Trend, wo wir jetzt auch sagen, dass wir insbesondere mit der Wirtschaft gemeinsam, aber auch mit den Schulen, wir haben ja gerade auch in Berlin jetzt nochmal die Aktivität gemeinsam mit der Schulsenatorin aufgesetzt und haben gesagt, wir wollen das betriebliche Praktikum für die Zehntklässler vor Abschluss der Schule nochmal ermöglichen. Und da bin ich auch der IHK Berlin sehr dankbar für, dass wir hier gut zusammengearbeitet haben und wir hier auch eine gemeinsam gute Aktion mit der IHK und mit der Schulverwaltung und mit der Senatsverwaltung für Schule auch auf den Weg bringen konnten.